Dreht die EU Ungarn den Geldhahn zu? Die Liste der Brüsseler Vorwürfe an die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán in Budapest ist lang. Einschränkung der Unabhängigkeit der Justiz und Meinungsfreiheit, Korruption, der Umgang mit Flüchtlingen und Minderheiten, wie zuletzt im Streit um das Gesetz zu Homo- und Transsexualität in Medien für Kinder. Der Konflikt schwelt seit langem, bisher ohne Konsequenzen für Ungarn. Es wird endlich Zeit zu handeln, fordert Franziska Brandner, Europasprecherin der Grünen im Deutschen Bundestag und Spitzenkandidatin für Baden-Württemberg, im Gespräch mit Euronews. Ja, seit Jahren fordern wir einen anderen Umgang mit Orbán. Dieser Kuschelkurs, den man über Jahre gefahren ist, diese Hoffnung, dann wird er schon wieder gut. Ja, falsch ist es. Das findet auch das EU-Parlament. Es fordert Ungarn, die Mittel zu kürzen. Das Recht dazu hätte Brüssel, sagen zumindest drei RechtsprofessorInnen in einem jüngst von den Grünen herausgegebenen Gutachten. Sie stützen sich auf eine seit Jahresbeginn geltende Regelung, laut der die EU einem Mitgliedsland die Zuwendungen streichen kann, wenn dieses die finanziellen Interessen der Union beschädigt. Bei Ungarn sei das der Fall, so die ExpertInnen, denn es sei weder klar, wo das EU-Geld in Ungarn hingehe, noch gäbe es unabhängige Gerichte, die dafür sorgen würden, dass EU-Recht umgesetzt werde. Es kann nicht sein, dass ihr unsere Gelder gerne nehmt. In Ungarn sind die sehr relevant. Aber ansonsten sagt, mit den Werten wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind kein Geldautomat als Europäische Union. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Und das muss man eben auch dann in der Tat wirklich konsequent durchsetzen. Für die Orbán-Regierung geht es um erhebliche Summen. Aus dem regulären EU-Haushalt erhielt Ungarn zuletzt rund 6 Milliarden Euro pro Jahr. Zudem rechnet es mit rund 7,2 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Ob es zu einer Kürzung der Mittel kommen wird, ist jedoch nicht klar. Das EU-Parlament macht Druck und will sogar gegen die Kommission klagen, sollte diese nicht handeln. Die EU-Kommission will den Herbst abwarten. Dann wird eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erwartet, vor dem Ungarn und Polen gegen die mögliche Mittelkürzung geklagt haben.